Ist das eigentlich noch normal oder ist mein Kind eigentlich schon mediensüchtig? Ja, diese Frage stellen sich viele Eltern doch. Wie erkennt man eigentlich so eine Mediensucht und was ist der Unterschied zwischen einem exzessiven Medienkonsum und einer Mediensucht? Ja, auf diese Frage werden wir hier in diesem Video ganz genau eingehen. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also ums Thema Mediensucht. Wie kann man sie erkennen? Was kann man dagegen machen? Wie kann man auch präventiv vorgehen, um ja, zu verhindern, dass das eigene Kind in so eine Mediensucht auch hineingerät? Als erstes möchte ich da schon auch noch erwähnen, dass ja, man da mit dem Begriff Mediensucht ein wenig vorsichtig sein muss. Ich sage immer, es gibt ja diese Medien, die haben natürlich das Potenzial einer gewissen Abhängigkeit, die haben eine Anziehungskraft und somit, ja, natürlich ist es so, dass wir natürlich diese Medien auch exzessiv nutzen, respektive Kinder da sehr angezogen werden, natürlich auch von diesen Medien, weil sie da auch, ja, noch nicht so wirklich diszipliniert sind darin, respektive das auch noch nicht wirklich so, diese Medienzeit noch nicht wirklich im Griff haben. Doch, ja. Wann ist es eben auch ja, ein gefährlicher Konsum im Sinn von, ja, dass es eben in einer Mediensucht enden könnte? Wie erkennt man denn so eine Mediensucht? Und als erstes möchte ich doch darauf ganz genau eingehen, was sind denn die Punkte, an denen man eben so eine Mediensucht auch erkennen kann? Ja, und eine solche Mediensucht kann man eben auch an verschiedenen Punkten, an verschiedenen Symptomen quasi auch ausmachen. Und da gibt es eine ganze Liste davon. Ich habe hier mal einige der wichtigsten Punkte mitgebracht. Und zwar wäre das als erstes der starke Wunsch. Also, dass die Kinder da wirklich einen sehr ja, starken Wunsch nach diesen digitalen Medien haben. Das heißt, dass eigentlich auch im Alltag der Kinder sich alles eigentlich um diese digitalen Medien sich dreht. Wann habe ich die nächste Medienzeit? Und das Kind kann sich kaum mehr auf andere Sachen konzentrieren, nur noch diese digitalen Medien sind ja quasi im Kopf vorhanden und nur das ist eigentlich wichtig für das Kind im Alltag. Der zweite Punkt, das ist die verminderte Kontrolle. Wenn das Kind also seinen Medienkonsum quasi nicht kontrollieren kann und vor allem eben auch ja, diese Medienzeiten auch nicht beenden kann, da also auch keine Kontrolle hat über die Beendigung dieser Medienzeiten, sondern scheinbar da eigentlich immer weitermacht mit diesen Medien und da keine Kontrolle eben über diesen Medienkonsum mehr vorhanden ist. Der dritte Punkt, das ist der Entzug. Also wenn verschiedene ja, Entzugserscheinungen quasi auch auftreten, wenn das Kind längere Zeit eben nicht mit diesen digitalen Medien sich beschäftigen kann und das kann eben vor allem auch Reizbarkeit sein, eine verminderte Frustrationstoleranz. Also das Kind regt sich sehr schnell über scheinbar ziemlich kleine Sachen sehr, sehr heftig auf. Und ja, somit kann man eben auch darüber sprechen, dass hier eben auch, ja, gewisse Entzugserscheinungen quasi auch schon auftreten. Der nächste Punkt, das ist die Toleranz, also dass ja, das Kind eigentlich immer mehr Medien konsumieren muss, um den gewünschten Effekt also zu erreichen. Meistens geht es hier dabei ja um eine gewisse Befriedigung, respektive irgendwann dann aber auch um eine gewisse Frustbewältigung. Ja, viele Kinder nutzen ja diese digitalen Medien wirklich auch, um Frust rauszulassen, um sich emotional auch zu regulieren. Und um das hinzukriegen, brauchen diese Kinder immer mehr Medienzeiten, müssen sie sich immer länger mit den Medien beschäftigen, um eben diesen Effekt auch wirklich zu erzielen. Ein weiterer Punkt, das ist die Vernachlässigung von ja, verschiedenen Interessen oder auch ja, von verschiedenen sozialen Kontakten. Also das Kind isoliert sich, zieht sich immer mehr zurück, hat immer weniger auch soziale Kontakte im realen Leben und ja, und zudem eben auch Vernachlässigung von Interessensachen, die das Kind früher sehr interessiert haben. Nebst den digitalen Medien ja, werden immer unwichtiger, gewisse Hobbys, gewisse Interessen werden da plötzlich vernachlässigt und alles konzentriert sich quasi nur noch auf diese digitalen Medien. Und als weiteren Punkt möchte ich hier erwähnen, ja, den anhaltenden Konsum. Das heißt, dass
ja, die Kinder, Jugendlichen eben weiter konsumieren, auch wenn sie sich bewusst sind, dass dieser Medienkonsum ja gewisse negative Konsequenzen hat. Also ja, viele Kinder oder gerade auch Jugendliche werden sich schon bewusst und sind sich schon bewusst, dass ja diese digitalen Medien nicht nur Vorteile haben, dass sie da auch beeinflusst und manipuliert werden, und trotzdem schaffen sie es aber nicht, diese Medien ja da mal etwas länger wegzulegen, ihren Medienkonsum etwas auch zu verändern. Und sind wir mal ehrlich, auch wir Erwachsenen sind da ja nicht befreit davon. Auch viele Erwachsene möchten da gerne ja weniger Zeit auf Social Media verbringen und so weiter und so fort, schaffen das aber teilweise eben nicht. Und das ist eben auch so ein Punkt, an dem man eine Mediensucht eben erkennen kann, wenn das Kind eigentlich eben weniger Medien konsumieren möchte, sich eigentlich bewusst ist über die negativen Auswirkungen, aber trotzdem nicht in der Lage ist, diesen Konsum etwas einzuschränken und diesen Konsum, Medienkonsum quasi in den Griff zu bekommen. Allerdings muss man da ein wenig vorsichtig sein mit all diesen Symptomen und Erkennungsmerkmalen einer Mediensucht, denn ja, im Verlaufe der Entwicklung eines Kindes verändert sich nun mal ja der Medienkonsum des Kindes automatisch, und da kann der Eindruck eben auch täuschen, weil ja gewisse solche Symptome und Merkmale einer Mediensucht da eben auch in der Entwicklung des Kindes automatisch auch auftauchen können, ohne dass eine Mediensucht da vorhanden ist. Also gerade wenn wir daran denken, ja, es ist normal, dass das Kind mit ja fortschreitendem Alter da auch mehr Medien konsumiert, es ist normal, dass sich gewisse soziale Kontakte vom realen Leben quasi in das ja in die digitale Welt quasi verschieben. Also solche Sachen, die ja können natürlich auch vorkommen in der Entwicklung des Kindes und weisen nicht unbedingt also auf eine Mediensucht hin. Deswegen ja muss man da ein wenig vorsichtig sein. Da müssen diese Symptome, diese Merkmale, die wir hier erwähnt haben, die müssen schon in extremem Maße vorkommen und auch über eine längere Zeit, also ja über mehrere Monate vielleicht auch schon ja auf getreten sein, dass wir hier wirklich von einer Mediensucht sprechen können. Wenn du übrigens wissen möchtest, wie dein Kind seine Medienzeiten besser beenden kann, dann kann ich dir dieses Video hier empfehlen, denn da gehe ich auf dieses Thema ganz genau ein. Und wenn du jetzt merkst, oh mein Gott, mein Kind ist da offensichtlich von so einer Mediensucht betroffen, ja, dann kann ich dir empfehlen, hier unter diesem Video auf den Link zu klicken, denn da gelangst du zu meinem kostenlosen Strategievideo, in dem ich dir ganz genau verschiedene Strategien erkläre, wie du in so einer Situation eben auch gekonnt, ja, vorgehen kannst. Und jetzt gleich, ja, geht es natürlich weiter hier mit dem zweiten Teil, wo wir darauf eingehen, ja, wie du eben auch reagieren kannst bei so einer Mediensucht, was du machen kannst, respektive wie du auch, ja, präventiv handeln kannst, damit dein Kind eben nicht in so eine Mediensucht hineingerät. Und dazu empfehle ich dir, falls das Video schon online ist, dann findest du das hier. Und ja, das würde ich dir hier gleich als nächstes empfehlen. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.